herzlich willkommen zur sechsten Sendung 2023 der Arbeitsgemeinschaft Wittenfern TV ab dem 6. August. Heute bin ich, Hedi Stolzdorf, mal wieder als Moderatorin für Sie da. In dieser Sendung gibt es nur einen Beitrag, dafür ist es ein ganz besonderes Thema. In der dritten Sendung 2023 sahen Sie bereits einen kurzen Ausschnitt aus dem heutigen Film. Sicherlich kennen Sie das Gramboer Moor in der Nachbarschaft von Wittenförden. Der Förderverein Gramboer Moor wünscht sich aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens einen Film über das Moor. Wir haben den Auftrag gerne angenommen und uns bei der Führung alles genau erklären lassen und sehr viel Interessantes erfahren. Sie warten bestimmt schon ganz gespannt auf den Film. Los geht's! Heute berichten wir aus dem Gramboer Moor. Mit unserem Video möchten wir Ihnen die Welt der Moore, speziell das Gramboer Moor, etwas näher bringen. Das Gramboer Moor ist das Moor vor unserer Haustür. Es befindet sich ca. 9 Kilometer südwestlich von Schwerin. Es wird von den Ortschaften Wittenförden, Grambo, Wodenhof, Zülow, Strahlendorf und Großrogan eingeschlossen. Seit 1939 ist das Moor Naturschutzgebiet und mit 567 Hektar das zweitgrößte Regenmoor in Mecklenburg-Vorpommern. Von einem Regenmoor spricht man, wenn das Moor oberhalb des Grundwasserspiegels der Umgebung liegt und die Wasserzufuhr fast ausschließlich durch nährstoffarmes Niederschlagswasser erfolgt. An diese Bedingungen haben sich die Torfmoose besonders gut angepasst. Die unscheinbaren Pflanzen sind die wichtige Voraussetzung für die Torfbildung im Regenmoor. Außerdem ist das Moor Lebensraum weiterer spezialisierter Pflanzen wie Sumpfkaller, Sonntau, Wollgras oder Moosbeere. Auch seltene Tiere wie die große und kleine Moosjungfer oder die Kreuzotter kommen hier vor. Heute wissen wir, dass Moore eine wichtige Funktion beim Klimaschutz erfüllen. Sie sind intakt und ihr Wasserhaushalt ungestört. Binden sie sehr große Mengen an Kohlenstoff und verhindern so den Austritt des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid. Im entwässerten Moor verkehrt diese Wirkung ins Gegenteil. Allein aus den zerstörten deutschen Mooren entweichen jährlich über 40 Millionen Tonnen klimaschädliche Treibhausgase. Heute sind viele Moore gesetzlich geschützt. Trotzdem hält der dramatische Moorschwund an. Rund 95% der deutschen Moore sind nicht mehr intakt. Dies trifft leider auch auf das Gramboer Moor zu. Bis heute greifen wir Menschen in den Wasserhaushalt ein und entwässern das Moor weiter. Trotz der langjährigen Eingriffe ist das Gramboer Moor noch immer von ökologisch herausragender Bedeutung. Um den Gebietszustand zu erhalten und wieder zu verbessern, setzt sich seit 30 Jahren der Förderverein Gramboer Moor ein. Wir freuen uns besonders, dass wir Herrn Professor Hans Josten vom Greifswalder Moorzentrum für unser Videoprojekt gewinnen konnten. Professor Josten ist ein weltweit anerkannter Moorexperte und 2021 erhielt er für seine Forschungen und seinen Kampf gegen die Moorentwässerung den Deutschen Umweltpreis.
Alle Leute wissen inzwischen über die Bedeutung von Moore. Moore haben einen großen Wert als Kohlenstoffspeicher und für die Klimaregulierung. Moore haben eine sehr besondere Biodiversität mit spannender Arten. Moore regulieren Wasserhaushalt und auch das lokale Klima. Und es ist deshalb wichtig, dass lokale Leute sich anstrengen, um die Moore in ihrer Region, in ihrer Nachbarschaft zu schützen. Lokale Leute, lokale Menschen, lokale Organisationen haben als Vorteil, dass sie nah am Moor wohnen, dass sie das Moor regelmäßig besuchen können, dass sie es beobachten können, was geschieht, und dass sie auch langfristig sich mit dem Moor beschäftigen können. Meine Erfahrung ist, ich habe für 44 Jahre eine erste lokale Moorschutzgruppe gegründet, dass es ganz wichtig ist, um dran zu bleiben. So sammelt man Informationen und ist man besser informiert als viele Behörden, wovon die Beamten regelmäßig wechseln. Man fragt mich manchmal, ist es auch wichtig, um kleine Moore wie das Grambower Moor zu schützen? Ja, erstens ist das Grambower Moor überhaupt nicht klein. Und zweitens sind Moore so unglaublich kompakte Lagerstätte von Kohlenstoff, dass es wichtig ist, um alle Moore zu schützen. Moore in der Welt liegen nur auf 3% der Landfläche der Erde, aber enthalten doppelt so viel Kohlenstoff als alle Biomasse von allen Wäldern der Welt auf ein Drittel der Erdoberfläche. So, das zeigt schon die disproportionale Bedeutung von Moore. Deshalb mach weiter mit dem Schutz von Moore.
Hallo Herr Thiel, Sie sind bekannter Moorschutzexperte in unserem Land. Sie kennen viele Moore, aber was macht das Grambauer Moor so besonders? Das Grambauer Moor macht das so besonders, dass es im Gegensatz zu den meisten Mooren im Lande ein Regenmoor ist. Das heißt, es erhält sein Wasser aus der Wolke, vom Regen, während die anderen Moore ihr Wasser aus der Umgebung bekommen. Und Grambauer Moor ist ein Regenmoor und das hat zur Folge, dass sich dort besondere Pflanzen angesiedelt haben. Denn Regenwasser ist nährstoffarm gegenüber Wasser aus der Landschaft, wo überall Nährstoffe gedüngt werden. Und diese Nährstoffarmut bewirkt, dass sich die Pflanzen dort anpassen mussten. Dann gibt es da Torfmoose. Die Torfmoose sorgen dafür, dass mit dem bisschen Wasser, was hier noch ankommt, dass damit rausgehalten wird. Die können den Wasserstand mehrere Meter nach oben bringen, gegenüber der Umgebung. Deswegen, wie das Regenmoor, das Grambauer Moor noch intakt war vor mehreren hundert Jahren, da müsst ihr euch das vorstellen, dann wären wir jetzt in das Moor reingegangen, wären wir bergauf gegangen und je höher wir gekommen wären, je nasser wäre es geworden. Das ist also völlig ungewöhnlich gegenüber anderen Mooren. Was sind aktuell die größten Herausforderungen beim Schutz des Grambauer Moors? Die größten Herausforderungen sind beim Grambauer Moor, dass man schon im frühen Mittelalter in den Wasserhaushalt des Grambauer Moores sehr stark eingegriffen hat, um hier Torf zu stechen. Und dadurch ist das Moor sehr stark ausgetrocknet. Und wenn man das wieder schützen will, dann muss man das Ganze wieder unterbinden. Und das bedeutet, dass sehr viele davon betroffen sind. Okay, wie schätzen Sie den Zustand des Grambauer Moors ein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze ihn sehr ungünstig ein. Das ist sehr ausgetrocknet. Wir haben vor 20 Jahren ungefähr sind wir angefangen mit der AWM und haben hier das Moor dicht gemacht. Aber wir haben 140 Staue gebaut im Moor. Aber wir konnten die Vorflut, das heißt den Ottergraben und den Nordgraben, konnten wir nicht dicht machen. Und über die beiden Gräben läuft das Wasser immer wieder, so schnell wie es von oben kommt, läuft es unten wieder raus. Und das ist das Hauptproblem. Haben Sie einen Lieblingsplatz im Grambauer Moor und wenn, welchen? Also ich muss sagen, ich habe nicht einen Lieblingsplatz, ich habe mehrere Lieblingsplätze. Das Moor ist ja über 600 Hektar groß und da gehören da zum Beispiel dazu die beiden Moorseen. Die sind auch schon etwas Besonderes, weil sie natürlich sind, die sind keine künstlichen Seen. Und dann habe ich den Kranichschlafplatz und noch einige andere Stellen und das hängt immer ab von der Jahreszeit. Okay, was wünschen Sie sich für das Grambauer Moor? Ja, dass wir endlich mal eine Vereinbarung hinkriegen über alle Betroffenen, dass wir das mal die Wasserstände wieder anheben können, auf Dauer. Nicht bloß davon reden, sondern dass wir es auch machen. Vielen Dank für das Gespräch. Thank you.
Hallo, Herr Lösch. Sie sind der Vereinsvorsitzende des Fördervereins Grambower Moor. Das Grambower Moor ist eine Faszination für viele Leute. Was fasziniert Sie besonders am Grambower Moor? Dass das Grambower Moor zu jeder Jahreszeit sehr unterschiedlich sich darstellt. Unterschiedliches Licht hat, unterschiedliche Gerüche, unterschiedliche Farben und unterschiedliche Geräusche enorm. Dass man jetzt im Frühling ein unheimliches Vogelkonzert hat, dass man im Sommer dann das Rauschen des Windes hat, die Kraniche, die einfliegen, im Herbst dann den großen Vogelzug und die Hirschbrumm. Das ist schon sehr besonders direkt vor den Toren von Schwerin. Das ist ja, wenn man so will, schon fast ein großstädtisches Naturschutzgebiet. Der Förderverein Grambower Moor begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Was sind aus Ihrer Sicht Höhepunkte der Vereinsarbeit? Das ist ganz schwer, einzelne Höhepunkte rauszuarbeiten, weil die Vereinsarbeit so vielschichtig ist. Einmal ist der sozusagen ein dauernder Höhepunkt der fachliche Austausch zwischen den Mitgliedern, weil die so wirklich unterschiedlichste Schwerpunkte besetzen, von der Kenntnis, auch zum Beispiel enorme Insektenforscher dabei, die so überall rumkrabbeln, in jedem Pilz und in jedem Bulten, unterschiedlichste Schmetterlingsarten finden, Larvenarten, dadurch sind diese viele Erstfunde hier auch dokumentiert, dass wir eben Experten haben wie Herrn Thiel dabei, der eben unheimlich viel über die gesamte Situation der Moore im Land weiß. Dann ist besonders schön die winterlichen Vorträge, die wir organisieren, die werden wahnsinnig gut angenommen von der Bevölkerung. Normalerweise hat man im Naturschutzvortrag immer so das Problem, so wird ein oder zwei Stühle besetzt, hier müssen wir meistens noch viel mehr Stühle reintragen, als wir haben. Das ist großartig und ansonsten jährliche Arbeitsansätze, die wir als Verein auch machen und die großen Spaß machen, die immer begleitet sind von Brötchen und Spaß, nicht nur von fieser Arbeit sozusagen. Und dann haben wir eben auch zum 20-jährigen Bestehen ein Magazin rausgegeben, eine sehr umfangreiche Broschüre, die Arbeit daran hat auch großen Spaß gemacht. Und worin sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen für den Förderverein? Seiner Aufgabe als Betreuer des Naturschutzgebiets gerecht zu werden, denn wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass das Grambower Moor nasser werden soll, dass wir das Wasser halten sollen. Und da werden einfach viele Dinge, die naturschutzrechtlich umsetzbar wären und naturschutzfachlich eigentlich unstrittig, werden nicht umgesetzt. Der Randgraben wird nicht entsprechend aufgestaut. Da einen Konsens zu finden zwischen den Nutzern, die rund um das Moor anliegen, den Landwirten, den Landeigentümern, der Landesforst, die Angst hat vielleicht um die Bäume, wenn es nasser wird, und eben den Naturschutzbelangen. Das ist diese moderierende Funktion, ist sehr, sehr schwer. Dort wird ein sogenannter Managementplan für FFH, das ist Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie, eine europäische Naturschutzrichtlinie. Dieser Managementplan sieht verschiedene Dinge vor, denen wir nicht unbedingt immer mit unseren Erkenntnissen konform gehen. Und welche Ziele leiten Sie daraus ab? Dass wir es unbedingt schaffen müssen, trotz des sich ändernden Klimas, was immer längere Trockenperioden hat, gerade im Frühsommer und im Frühjahr, einfach sehen müssen, dass das Moor intakt eine Wasserhaltung hat, damit es nicht einfach zerfällt und zum Wald wird. Und wann ist es für Sie am Grambower Moor am schönsten? Frühmorgens. Im Prinzip hier in den Sonnenaufgang reinzustarten und die Natur erwachen zu hören, ist immer unfassbar zauberhaft. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wünschen ihm und dem Förderverein weiterhin viel Erfolg bei der Vereinsarbeit. Vielen Dank, euch auch. Wir befinden uns am Eingangsbereich zum Grambower Moor. Wir wollen heute über den Moorleitpfad wandern. Am Eingangsbereich zum Grambower Moor erwartet uns schon unser Moorführer Klaus-Dieter Lange. Er ist seit 4 Jahren Mitglied im Förderverein Grambower Moor. Nach einer kurzen Begrüßung erklärt er uns den Streckenverlauf der Wanderung. Das ist jetzt nur zur Erklärung, das ist das Grambower Moor. Diese gerade eingezogene Linie ist der Alleafahrt und die gehen wir jetzt einmal nur ab. Und dann geht es auch schon los. Nur wenige hundert Meter über einen Weg mit mächtigen Eichen sind wir schon am Moorrand angekommen. Und da wird dann auch gemäht.
Das Naturschutzgebiet Gramboer Moor beginnt hier. Man sagt immer, Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der Wälder und Seen. Das muss ich heute jetzt mal ein bisschen erweitern. Das ist auch das Land der Moore. Denn fast 13% der Fläche von Mecklenburg-Vorpommern ist durch Moore besiedelt. Das sind ungefähr 300.000 Hektar. Nach einer kurzen Einführung in die Welt der Moore bringt uns Klaus-Dieter Lange gleich zu Beginn das Gramboer Moor näher. Wir erfahren viel über die Entstehung, die besonderen Bedingungen im Regenmoor, die Entwicklung des Naturschutzes und die Probleme, die trotz des Schutzstatus durch die angehaltene Entwässerung bestehen. Bei unserem ersten Stopp im Moor informiert uns der Moorexperte über die Arbeit des Fördervereins. Er erzählt uns über die Anfänge der Renaturierung in den 90er Jahren und anschließend hören wir, wie der Lehrpfad entstanden ist und welchen Zweck er mit seinen informativen Schautafeln bei der Besucherlenkung spielt. Auf unserem Weg werden uns immer wieder kleine Besonderheiten am Wegesrand gezeigt. Nach wenigen Gehminuten erreichen wir die Besucherplattform am großen Moorsee. Hier hat man einen schönen Blick auf den See und die davor liegenden Schwingmoorflächen. Wir erfahren, dass diese Flächen etwas ganz Besonderes und Schützenswertes sind. Hier kommen noch neben den Torfmoosen seltene regenmoortypische Pflanzen auf, wie das weiße Schnabelried, der Sonnentau oder die Moosbeere vor. Nach einer kurzen Pause geht es weiter und wir kommen an einem Wegschild. Darauf steht Walter-Thiel-Weg. Klaus-Dieter Lange erklärt uns, dass dieses Schild 2017 zu Ehren von Walter Thiel als Anerkennung für seinen langjährigen Einsatz beim Schutz der Moore in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt worden ist. Ein kurzes Wegstück weiter weist eine Schautafel auf einen ehemaligen Glashüttenstandort hin. Uns wird erklärt, dass im 19. Jahrhundert hier das sogenannte Waldglas produziert wurde. Damit verbunden war ein großflächiger Torfabbau für die Brennstoffgewinnung. Dass hier das Glas hergestellt worden ist, das befand sich hier hinter auf dem Acker. Und wenn jetzt der Landbesitzer hier immer noch mal pflügt oder so, dann findet man auch immer noch mal ein paar Glasstücke. So, und jetzt fangen die Mücken an, ne? Also stehen darf man nicht. Ja, die Mücken waren an diesem heißen Sommertag unsere ständigen Begleiter. Aber neben den einem oder anderen Mückenstich nehmen wir vor allem heute neue Eindrücke vom Moor vor unserer Haustür mit. Wir sind auf Gut Gramboer. Hier unterhält der Förderverein Gramboer Moor eine Ausstellung über das Moor und die angrenzenden Lebensräume. Diese Ausstellung schauen wir uns jetzt gemeinsam mit dem Gründungsmitglied des Fördervereins Walter Thiel an. Wir haben hier bei der Ausstellung großen Wert darauf gelegt,
dass man den Zusammenhang zwischen Moor und Wald und Landschaft und Siedlung, dass man das alles so ein bisschen nachempfinden kann. Deswegen haben wir dann solche Vitrinen genommen mit Hintergrundbildern und im Vordergrund dann die Tiere und Pflanzen gestaltet, die dort in diesem Lebensraum leben. In unserem Projekt haben wir uns über ein halbes Jahr mit dem Grambauer Moor beschäftigt. Wir haben in dieser Zeit viel Wissenswertes über die Welt der Moore erfahren. Wir haben Menschen kennengelernt, die sich mit viel Einsatz für den Erhalt der einzigartigen Natur im Grambauer Moor engagieren. Mit unserem Video möchten wir einen kleinen Beitrag zum Schutz des Moores leisten. Haben wir Sie mit unserer Dokumentation neugierig gemacht? Dann besuchen Sie doch auch mal das Grambauer Moor. Die Vereinsmitglieder des Fördervereins Grambauer Moor unterstützen Sie dabei, zum Beispiel im Rahmen einer Moorführung gerne. Vielleicht sehen wir uns irgendwann im Grambauer Moor, dem Moor vor unserer Haustür. Dieses Filmprojekt war für uns alle eine neue Erfahrung. Aufgrund der Größe und der Komplexität stellte es uns vor eine besondere Herausforderung. Dank der Unterstützung des Fördervereins Grambauer Moor gelang uns dieser schöne Film. Bei der Festveranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum erhielten wir die Uraufführung und erhielten im Anschluss sehr viel positive Resonanz. Die Zuschauer waren interessiert daran, wie unsere AG arbeitet und wie der Film entstand. Wir bekamen viel Lob und Anerkennung und das motiviert uns, so weiterzumachen. Hat es Ihnen wieder gefallen? Schreiben Sie uns gerne unter der Mailadresse wittenförden-tv@vodafonemail.de. Eine schöne Zeit bis dahin wünschen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Wittenförden TV.